blocks and stuff. Yeah, it is. I like it. Oh my god, I want to keep it. Never gotta say, yeah, I did it all for you, and you can see it's coming true. On the pursuit, rocking the same shoes. Every second in session is an incredible blessing. Too many ladies undressing, I got no time to be messing around. Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem kleinen Vlog. Ich habe leider gar keine Einleitung gemacht. Ich habe es heute Morgen komplett verpennt, weil ich ein bisschen spät dran war. Ihr habt es gesehen. Ich befinde mich gerade in New York, genau genommen am Flughafen. Ich werde vielleicht abgeholt. Es waren jetzt eben so ein paar Eindrücke vom Flug. Ja, ist mal ganz seltsam, so ein Vlog anzufangen direkt in einem anderen Land irgendwie. Normalerweise fange ich ja immer in Deutschland an, das ist aber gerade nicht der Fall. Ich höre auch gerade noch ein bisschen schlecht. Weil ich einfach noch gerade jetzt aus dem Flieger raus bin. Ich werde vielleicht abgeholt. Und ihr fragt mich sicherlich, ey Davy, was machst du in New York? Und das frage ich mich gerade, ehrlich zu sein, auch. Das wird sich aber gleich zeigen. Und das habe ich eingeladen worden von Activision und Walking Dead in der Kooperation. Genaueres weiß ich noch nicht. Ich bin gleich mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall gleich ein paar Schauspieler treffen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir Walking Dead eben erstmal ein Flugzeug gegeben. Und ich muss sagen, aller Hammer-Serie definitiv. Erste Staffel direkt mal durchgesucht mit dem Flieger. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir gleich mal, was so abgeht. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall einiges mitfilmen, werde einiges erleben. Ich bin echt mal gespannt, was das die nächsten drei, vier Tage jetzt bringt. Ich bin ungefähr bis Sonntag bin ich hier und werde natürlich so viel wie möglich mit der Kamera begleiten. Schauen wir mal, Freunde. Ich hoffe mal, das gefällt euch und ja, das ist quasi der Beginn von einem etwas verpeilten Vlog. Hier war eben übrigens eine Aufladung, by the way. Wenn man das gleich sehen kann, hier auf meinem Koffer, da steht mein Name drauf und der Typ hat das eben gesehen. Und hat eben viermal hintereinander meinen Namen gerufen. Und dann bin ich reingegangen, weil ich mir dachte, so, yo, was ist mit ihm? Da steht er am Fenster und klopft und ruft immer noch meinen Namen und winkt mir. Und jetzt ist er irgendwie weg. Schade eigentlich. Ich hätte ihn gerne ins Video einbezogen. Ist leider nicht. Jedenfalls sehen wir uns gleich im Taxi oder halt schon im Hotel. Ich weiß gar nicht, wo es gleich hingeht. Schauen wir mal. Wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann nochmal wieder. Bis gleich, meine Freunde. Haut's rein. Tschüss. With him. And he's going to better place, you know? I reckon you might become famous on YouTube after this. Yeah, maybe. Maybe. I think you might do. Yeah. There's millions of people that follow these guys in the back, you know? Yes. They could all be talking about Serge, the taxi driver, in their vlogs. You know, somebody went went to UK. I think you're a hero. You know, somebody went to UK, my customer, he went for vacation. He said he wish Serge was at the UK driving, you know? Because nobody like me. I've never met anyone like you. That's it! Does it go backwards as well? It's the way it works. It's for blocks and stuff. Yeah, it is. I like it. Oh my god, I want to keep it. Canon Legria. Thank you. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier im Hotel angekommen und wir hatten gerade ein kleines Meet and Greet mit dem ganzen Morgan Deadcast. Ich zeige euch hier mal die Fotos. Ich habe leider nicht viel gefilmt. Was ich gefilmt habe, zeige ich auf jeden Fall gleich mal. Es war absolut geil. Wir konnten einfach ganz normal mit den Leuten reden. Wir haben über verschiedene Themen geredet. Wir haben über Diversity geredet, über Rassismus, über ganz verschiedene Sachen auf jeden Fall. Also super, super nettes Team, super, super nette Leute. Und ja, wir schauen mal, wo es heute weiterhin geht. Es geht gleich erstmal ins Hotel. Dann gucken wir mal, Leute. Wir sehen uns später wieder. Remember I used to record off my S-Box, talk a freshman here back in the days. Yeah, so every day when I wake up, now the first thing I do is go check my plays. Because I appreciate every fan, every like, every share, and every listen. And these rappers that are quote better than me, well I call it a game if there ain't no competition. Yeah, so every day I be working, futuristic sound and flow.
Wir waren jetzt gerade Pizza essen. Mir ist ein wenig schlecht. Es war sehr lecker. Das ist eine große Pizza gewesen. Das war eine kleine Pizza hier mit dem lieben Markus. Hi. Darf ich nicht drauf haben, doch, oder? Kein Problem. Okay. Und ja, das war so ziemlich die durchschnittlich beschissene Pizza, die ich jemals gegessen habe. Wir hatten die Bolognese. Die Legende sagt, wenn man dieses Stück Pizza an diese Wand reibt, kann man da genauso durchgucken wie durch diese Scheibe. Ich habe noch nie so was Fettiges in meinem Leben gegessen. Aber ich muss dazu sagen, es hat auf jeden Fall meinen Hunger besänftigt. Ich habe mir auch eigentlich vorgenommen, vegetarisch zu leben. Das ist was vegetarisch? Das ist tatsächlich, also ich weiß nicht. So bin ich, das ist ja die Frage. Es ist, man weiß nicht, ob es echtes Fleisch ist. Is this real meat? Can you tell me this is real meat? Maybe this bitch is vegetarian. Or maybe it's just garbage or puke, I don't even know. But, ja, wie gesagt, so viel dazu. Es war definitiv lecker. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Blutschiss. Wird auf jeden Fall nice.